Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Murder on the Mississippi. Wir sind letztes Mal stehen geblieben mit all unseren Beweisstücken, die wir mittlerweile zusammen haben, die wir jetzt aber noch kombinieren müssen. Als erstes fangen wir an mit dem Holzkasten, dem Rosenholzkasten und dem Schlüssel. Rosenholzkasten ist dies hier. Ah, und als Schlüssel, das dürfte ein Schlüssel sein. Jawohl. Die nehmen wir zusammen und gehen auf Examine. Bekommen einen offenen Hosenholzkasten, ja. Dieser Schlüssel scheint zum Kasten zu passen, Milord. Ja, ja, der Schlüssel und Schloss. Ja. Ich kann den Schlüssel drehen und den Kasten aufschließen. Genau wie ich es mir dachte. So, so. Das müssen wir jetzt alles zurücklegen. Gut. Als nächstes haben wir dann den Rosenholzkasten alleine. Den müssen wir untersuchen. Examine. Nee. Ist nicht. Der soll weg. Der soll. Nur den Rosenholzkasten alleine. Examine. Aha. Suchen zahlt sich aus. Ein doppelter Boden, Regis. Tatsächlich, Milord. Ein doppelter Boden. Jetzt ist doch glatt noch etwas aus dem Kasten gefallen. Ja, Milord. Es fiel etwas heraus. Oho, Regis. Ein Ausschnitt aus einer Tageszeitung. Ja, Milord. Er war unter dem doppelten Boden des Rosenholzkastens verborgen. Richtig, Regis. Aber was steht dort? Hier wird über den Selbstmord eines Joe Golden berichtet. Er war verzweifelt, da ihm Rayleigh Cartwright seine Silbermine gestohlen hat. Das Label nichtet sich. Die Label nichtet sich. Der meint wohl, der Nebel richtet sich. Lichtet sich? Sorry, ich meine, die Nebel lichten sich. Ach so, jetzt habe ich das erstmal verstanden. Mein Gott. Ja, es ist noch früh am Morgen, während ich hier sitze. Und die tun mir so etwas an. Weiter geht's mit dem Rosenholzkasten nochmal alleine. Obwohl, nee, den haben wir jetzt. Richtig. Wir haben den Rosenholzkasten jetzt zweimal untersucht, haben dann einmal den Derringer gefunden und den Zeitungsausschnitt. Jetzt untersuchen wir den Revolver. Das dürfte der hier sein. Und die dazu passende Kugel. Mal sehen, was dabei rumkommt. Nun, Milord, wir haben eine Kugel und eine Waffe. Ja, und den Täter, Regis. Aber, Milord, Kugel und Waffe passen nicht zusammen. Was? Sie passen nicht zusammen? Nein, Milord. Daraus folgere ich, dass Rayleigh Cartwright nicht mit dieser Waffe umgebracht wurde. Leider, Milord. Tja. Wie geht's jetzt weiter? Genau, wir nehmen mal den gefundenen Derringer Colt und die Kugel und schauen, ob die beiden zusammenpassen. Und die Kugel, hopp. Examine. Hier ist eine kleine Kugel und ein Derringer, Milord. Besteht zwischen beiden eine Verbindung? Ja, Milord, es scheint so. Es scheint so? Aber welche Verbindung meinen Sie? Nun, Milord, es sieht so aus, als ob die Kugel aus einem Derringer wie diesen kam. Dann ist das der Beweis, Regis. Haben wir schon mal die Tatwaffe. Und jetzt untersuchen wir den Derringer mit dem zerbrochenen Griff. Vielleicht passen die beiden ja auch zusammen. Schlecht beseitigt. Die Beweismittel ganz schlecht beseitigt. Milord, der Griff ist identisch zu dem des Derringers im Kasten. Also ist dies der Griff des zweiten Derringers, Regis. Ja, Milord, der zweite Derringer. Was hat das zu bedeuten? Es könnte ein Beweis sein, Milord. Ein Beweis, Regis? Ja, sogar ein sehr wichtiger Beweis. Jetzt schauen wir uns nochmal den Wetterbausch an. Donnerwetter, Regis, ein guter Fund. Ja, Milord, ein Wetterbausch. Er riecht nach Parfüm, Regis. Solche Watte benutzt man zum Reinigen von Waffen. Jemand wird seine Waffe mit Parfüm gereinigt haben, Regis. Eine brillante Folgerung, Milord. Gut. Jetzt müssen wir noch jemanden finden, der dieses Parfüm trägt. Und wir untersuchen nochmal den Zeitungsausschnitt. Den Zeitungsausschnitt. So. Das haben wir schon. Da steht das mit der Silbermine drin. Ich denke, damit
dürften wir alles haben. Sollen wir das nochmal ausprobieren? Was haben wir hier? Den Gaffel? Müssen wir den Gaffel untersuchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, tut sie auch nichts. Gut, den Gaffel nehmen wir wieder mit. Und schließen den Schrank. Beziehungsweise den Tisch, den Koffer. Ich denke, wir sollten mal zu Mr. Goodwin gehen. Mit ihm über Henry sprechen. Woher ich das weiß? Natürlich wird er über meine tolle Komplettlösung hier. Oh. Ja, 12 ist natürlich auf der anderen Seite. Super. So. Hallo. Guten Tag. Ah, so. Das ist Reverend Aloysius McMurdo Godwin, erste Kirche von St. Argyle of Willows, Cairo, Illinois. Guten Tag, es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Sir Charles Foxworth und dies ist mein Diener Regis. Ich bin ein bescheidener Hirte Gottes, Aloysius Godwin. So, reden mit Reverend Godwin über eine Person. Reverend Godwin, reden Sie von... Nee, nicht wegmachen, weiter hier. Und zwar reden Sie über... Ja, komm, zick nicht so rum hier. Über Henry, genau. Den Baum wirst du an seiner Frucht erkennen. Brauchen Sie das Notizboard, Milord? Ich schau mal nach. Nein. Ich habe jetzt keine Ahnung, was uns das gebracht haben soll, aber... gut. Ich drehe uns nochmal ein bisschen um hier. Er hat nichts dagegen. Schauen wir nochmal im Schrank. Der Schrank ist im Weg. Ja, wo du schon überall voran bist, das ist der pure Wahnsinn. Es ist nichts hinter dem Schrank. Es ist nichts hinter dem Bett. Upsala. Hinter dem Bild. Und nichts hinter dem Nachttisch. Ja, der Reverend hat uns so gut wie gar nicht weitergebracht. Wir begeben uns in Kabine 23 und besuchen dort Mrs. Deplane. Mal sehen, was die uns zu erzählen hat. So, komm, mach hin. Schön. Habe ich mir doch gedacht. Auf die andere Seite des Dampfers. Oder? Ja, natürlich. Oh, nee. Und falsch gelaufen. Also manchmal glaube ich, bin auf dem falschen Dampfer. Finde die tolle Böe. Was? Geht dahin. So, genau. Kabine 23, bitte. Mein Gott. Schnell rein da. Tja, also Sie nennen mich Mrs. Deplanes, aber warum holen Sie Gentlemen mir kein Mineralwasser? Was müssen wir die Dame denn fragen? Wir müssen sie über den Kapitän ausfragen. So, so. Erzählen Sie über eine Person. Wo ist der Kapitän? Von sich selbst? Nein. Mr. Humphreys? Nein. Reverend brauchen wir nicht. Über Captain Overbite, genau. Der Captain? Ein vornehmer Mann. Höflich, gütig, bescheiden. Glauben Sie ja nicht alle Gerüchte, die über ihn erzählt werden? Schließlich ist das Glücksspiel eine Form der Zerstreuung. Ich vertraue ihm sogar meine Juwelen an, die jetzt im Safe liegen. Ich glaube an den Kapitän. Brauchen Sie das Notizbuch, Milord? Ja, jetzt brauchen wir es. Und jetzt kommt es nämlich, dass wir ganz genau das notieren müssen, was sich die Entwickler gedacht haben. Das wäre der Satz, Juwelen an, die jetzt in seinem Safe liegen. Wer kommt denn bitte auf sowas? Juwelen an, die jetzt im Safe liegen.
Ich meine, klar, ich hätte jetzt notiert, Juwelen im Safe liegen. Aber das dann noch an die jetzt zu muss. Wozu? Vollkommen unnötig. Das hätte man sicherlich auch damals anders regeln können. Ende. So, ab zum Kapitän. Mal schauen, was der zu den Juwelen zu sagen hat. Nee, nicht Hauptmenü. Weiter, hier. Volle Stück. Wird schon Feierabend machen, wa? Treppe rauf, jawohl. Ein Aufzug wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Er hätte uns eine Menge Latscharbeit geleistet, gespart. Geleistet. Alles klar, jo. Es geht bloß die Treppe hoch und nicht auf die andere Seite. Gehen wir die Treppe herauf? Ja! Da kommt jetzt wieder die Böe. Oh Gott! Hallo, Captain! Herr Captain, wir müssen mal reden miteinander. Und zwar hat die Dame. Ja, wo war ich denn gelandet? Genau, die Mrs. Plains, die Mrs. De Plains hat Folgendes gesagt: Notizen mitteilen. Eine Person. Mrs. De Plains. Genau. Juwelen an, die jetzt im Safe liegen. Genau. Ja, das wollten wir ihm eigentlich sagen. So. Komm, mal hin. Mal sehen, was er dazu sagt. Ihr gehört ein Teil dieses Dampfschiffs, wie mir auch, aber diese Information sollte nicht nach draußen gelangen, klar? Ich habe Ihre Juwelen hier im Safe. Ich mag diese Verantwortung überhaupt nicht. Ich habe den Safe für Sie geöffnet, aber rühren Sie die Juwelen auf gar keinen Fall an. Ich kriege sonst Ärger. Brauchen wir das Notizbuch? Mal kurz schauen. Brauchen wir das Notizbuch? Nö, brauchen wir nicht. Wir brauchen etwas aus dem Safe. Aber auch nicht die Juwelen? Der Safe ist im Weg, ja. Ich möchte mal deine Schienbeine sehen. Die müssen grün und blau sein. Umsehen. Nein, er hat natürlich nichts dagegen. Umsehen. Das hier liegt alles im Safe, Milord. Fahrschein nach Nevada. Mrs. De Plains Juwelen. Wir brauchen den Fahrschein. Pardon, Captain Overbite, aber würde es Sie stören, wenn ich den Fahrschein nach Nevada mitnehme? Nicht im geringsten, Mr. Foxworth. Gut, dann machen wir das auch. Safe ist im Weg. Ja, bis jetzt. Können wir jetzt nicht mehr laufen? Super. Nochmal umsehen. Ah. Oh. Ernsthaft jetzt? Wir hängen fest und kommen nicht weiter? Das ist super. Ein toller Glitch. Ja. Hallo. Wo soll es weitergehen? Gut, dann mache ich an der Stelle mal eine kleine Pause und melde mich wieder, wenn ich das nochmal komplett durchgespielt habe und wieder an der gleichen Stelle bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe den Fahrschein eingesteckt und wir können fortfahren. Wir sehen, ob wir uns den Fahrschein ansehen können. Können wir uns, ja doch, hier ein Indiz ansehen. Fahrschein nach Nevada. Regis, alter Knabe, sehen Sie ein Ticket? Ja, Milord. Eine Fahrkarte nach Virginia City, Nevada. Ausgestellt auf Twiller Smallworth. Aha. Und was tut sich so in Virginia City? Nicht viel, Milord, außer etwas Bergbau. Bergbau? Aha. Regis, wonach schürft man in Virginia City? Man sucht dort nach Silber, Milord. So, man sucht dort Silber. Vielleicht hatte Miss Smallworth mit Silber zu tun. Die gute Miss Smallworth. Das hat die bloß zu verstecken.
zu Mr. Humphreys in Kabine Nummer 15 und reden mit dem. Komm, mach hin. Jawohl. Ich auch immer falsch latschen muss. Fürchterlich. Aber bei dem ganzen Karre kommt man ja durcheinander. Wo ist denn jetzt die 15? Unten? Noch ein tiefer? Tatsache. Ja, und natürlich auf der anderen Seite. Richtig. So, Mr. Humphreys. Guten Tag mal wieder. Einsteck tut es auch. Nein? Dann goodbye. Ja, nicht so schnell, ja. Mr. Humphreys. Was wissen Sie über Miss De Plains? Hey. Hallo. Achso, hier, reden wir mit Mr. Humphreys. Erzählen Sie über... Mr. Humphreys, erzählen Sie mir über eine Person, und zwar über... Mrs. De Plains. Sie hat seltsame Verlangen und Begierden, glaube ich. Aha, ja, das müssen wir uns nicht notieren. Ich will mal gerne wissen, was für Verlangen und Begierden der meint. Jetzt reden wir noch kurz mit ihm über Henry... Henry ist ein trauriger junger Mann. Er ist irgendwie bemitleidenswert. Ich vermute, irgendetwas führte ihn in große, heftige Versuchung. Doch was? Manchmal erinnert er mich an ein wildes Tier. Gut. Notizbuch brauchen wir auch nicht hier. Denn wir brauchen es erst gleich, nachdem wir mit Mr. Carter geredet haben. Den finden wir in Kabine Nummer 9. Kabine Nummer 9. Hallen. Oh, nee. Ist oben. Natürlich. Oh mein Gott. Diese Latscherei. Da ist die Kabine Nummer 9 von Richter Carter. Was können wir zu Richter Carter sagen? Kreisrichter Broderick Ishmael Carter, geboren in Duluth, Minnesota. Zugestiegen in Cairo, Illinois und fährt nach New Orleans. Ja, damals wurde ein Charakter noch entwickelt. Richter Carter, mein Name. Richten, mein Spiel. Oh, tolles Wortspiel. So, reden mit Richter Carter. Richter Carter, erzählen Sie über... Irgendwie habe ich mich auf Henry eingeschossen, beziehungsweise die Komplettlösung. Erzählen Sie über Henry. Stalker? Ein schlimmer, rauer Bursche. Unsere Klasse ungebildet, unglaubwürdig und unglücklich. Er ist nicht ehrlich und glauben Sie mir, ich kann einen Charakter beurteilen, schließlich bin ich Richter. Er wollte mir noch nicht einmal sagen, wo der nächste Halt sei. So etwas macht mich wütend. Sagt mir nicht mal den nächsten Halt. Genaueres weiß ich auch nicht von ihm. Brauchen wir das Notizbuch, Milord? Allerdings, wir müssen uns nämlich jetzt notieren. Sagt mir nicht mal den nächsten Halt. Warum auch immer. Was für ein ungehobelter Kerl, dieser Henry. Aha, den... Nächsten Halt. Sagt mir nicht mal den nächsten Halt. Wunderbar. Das war's. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Henry. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn ich mache hier mal einen kleinen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche mir Kommentare, Verbesserungsvorschläge. Und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.